kleinere Tourkutsche, oder? Ja, klar. Aber dennoch muss man ja auch sagen, ihr polarisiert im Moment wie, glaube ich, keine andere Band. Die Ärzte, die haben ihren Schrei nach Liebe-Text, also haben die Onkels rausgenommen, haben euch dafür reingebracht. Kraftklub, auch ganz interessant. Irgendwie, wenn die live auf der Bühne stehen und wenn du küsst mich dann quasi singen, oder wenn du mich küsst, heißt das ja, dann haben sie ihren Text jetzt insofern geändert, dass sie sagen, die Welt wäre vielleicht besser, frei, wild, endlich aufgelöst und so weiter. Spricht das so ein bisschen für euren Erfolg und automatisch, dass das Neider und Missgunstler anzieht? Das spricht eigentlich für Legastheniker. Das ist ein Deutsch. Die Welt wäre besser, freiwillig endlich aufgelöst. Das ist ein Deutsch. Für Behinderte wahrscheinlich. Ja, es geht ja noch weiter. Okay. Unabhängig davon, ich kenne es jetzt bis hier, ja. Ich kann einfach sagen, wenn dieses komische, geistig minderbemittelte Ding eines Sängers sowas bringt, dann muss ich ehrlich sagen, dann bin ich froh, dass ich wirklich in einer Band bin, wo vier Leute eigentlich vom Herrn mit Geist beschenkt wurden. Also Kraftklub-Konzerte werdet ihr jetzt nicht besuchen. Na, was heißt Kraftklub-Konzerte? Ich glaube, das sind ja alles ganz nette Menschen. Das ist einfach, ich glaube, ganz ehrlich, das sind nette Menschen, aber es ist einfach ein bisschen eine blöde Aussage. Dumme Aussage. Es ist so irgendwo, die suchen einen Spiegel irgendwo, sich groß zu machen. Es ist eine arme Kapelle, aber nicht auf die ganze Band zu sehen, ganz klar. Die machen auch geile Musik, überhaupt keine Frage. Vielleicht ist auch der Kaspar und so weiter, vielleicht auch er selbst ein netter Typ. Ich glaube einfach, der hat entweder die Band freiwillig noch nicht kennengelernt oder einfach kurz und knapp zu wenig aufs Maul gekriegt. Oder? Na, ihr seid ja aber eigentlich ganz, ganz liebe Jungs. Das merkt man auch in eurem Lied Aus Traum wird Wirklichkeit.